Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal bis zur totalen Erschöpfung in 6 Schritten aus dem Burnout. Mein Name ist Christoph Polder und dies ist meine Geschichte. Ich war Projektmanager, Projektleiter, habe viel gearbeitet, habe hart gearbeitet, habe 60 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet, habe einen Nebenjob gehabt, habe meinen Master studiert nebenbei. Bis ich in die totale Erschöpfung geraten bin, bis ich einen Burnout hatte, bis ich die Diagnose hatte F48.0. Und es ging einfach gar nichts mehr. Ja. So, dann habe ich Hilfe versucht zu finden bei Ärzten und bei Heilern. Habe gesehen, dass es irgendwie aussichtslos ist und dass man sich nur selber heilen kann, sich selber helfen kann. Und dann habe ich gesucht, gegoogelt natürlich, ja, nach dem Wort Selbstliebe, Selbstheilung. Und dann bin ich auf ein wunderbares Buch gestoßen. Das heißt, Hochsensibel ist mehr als zart beseitet. Und da habe ich mich komplett wiedererkannt, habe gesehen, gelernt, dass ich hochsensibel bin. Und dieses Buch war ein Baustein von meiner Heilung. Und umso mehr freue ich mich, dass ich Sie heute hier zu Gast habe. Die Gründerin der HSP Academy und Diplompsychologin Silvia Hake. Herzlich willkommen. Ja, danke für die Einladung. Sehr gerne. Jetzt war es bei mir so, dass ich ein halbes Jahr krank zu Hause war und nicht verstanden habe, warum mein Körper nicht mehr funktioniert hat. Ja? Der Geist wollte, aber der Körper hat nicht mehr funktioniert. Jetzt die Frage an dich, was passiert in dem Körper, wenn man einen Burnout hat, gerade als Hochsensibler? Okay. Ja, also es ist natürlich ein sehr komplexes Geschehen, das Burnout, und das hat natürlich auch tatsächlich stoffwechselbedingte Grundlagen. Und in unseren Zellen gibt es eben die Mitochondrien. Das sind die Energiemotoren der Zellen. Vielleicht hast du schon mal von den Mitochondrien gehört. Die sind also für unsere Energieproduktion zuständig. Und tatsächlich ist es so, dass eben dieses sogenannte Burnout nicht einfach nur in der Fantasie stattfindet, sondern dass man das auch auf der Zellebene feststellen kann, dass eben die Mitochondrien und auch andere wichtige Stoffwechselprozesse in so einem Verlauf nicht mehr so effektiv arbeiten und dass wir dann tatsächlich, ja, wie man sich eben fühlt, leer, erschöpft, müde, ausgebrannt, dass es tatsächlich auch auf der Zellebene genauso stattfindet. Mhm. Und natürlich gibt es viele Faktoren, die dann zu einem Burnout führen, aber es ist tatsächlich ein reales Phänomen, es ist keine Einbildung. Und es gibt mittlerweile ganz viele Forschungsergebnisse auch dazu. Und das ist jetzt nicht nur eine psychische Krankheit oder nicht nur eine körperliche Krankheit? Ja. Sondern ein Gemisch, psychosomatisch, ja? Genau, ja. Das ist im Prinzip ja eine Geschichte, die auf beiden Ebenen stattfindet. Also dass du eben zum Beispiel durch psychischen Stress, Mobbing, ja, oder was weiß ich, wenn du viele Umzüge hinter dir hast, also so Heimatentwurzelung erlebst zum Beispiel oder massiven Beziehungsstress, das ist also oft ein Thema, was mir auch in den Coachings mit meinen Klientinnen auch begegnet. Also wenn du zu lange in toxischen Beziehungen zum Beispiel dich aufhältst mit Menschen, die dich wirklich auslaugen, dann kann das so weit auch führen, dass du tatsächlich auch körperlich erschöpft bist. Also es ist immer so ein Ping-Pong-Spiel, ja? Oder du bist eben körperlich völlig ausgelaugt, einfach durch zu viel Arbeit, durch zu viel Stress, dass sich das Ganze dann auf die Psyche auswirkt. Und meistens läuft das Spiel dann immer von beiden Richtungen, von A nach B, und dann weiß man nachher nicht mehr, ja, wo hat es jetzt angefangen letztendlich. Das habe ich gemerkt. Ja. Ja. Okay, dann die zweite Frage. Also ich habe jetzt ja für mich festgestellt, ich bin hochsensibel, und dann stelle ich mir natürlich die Frage, bin ich ein Weichei? Ja? Weil ich habe versagt quasi, ich kann meinen Job nicht mehr machen und so weiter. Ja. Also für mich habe ich jetzt die Frage selbst beantwortet. Ja. Ich hatte Autounfälle, ja. Ich wurde überfallen, ich hatte 2 Rippenbrüche, Schleudertraumata, ich lag auf der Intensivstation. Ja. Mhm. Ich habe 60 bis 80 Stunden pro Woche gearbeitet, ja, habe Überstunden gemacht aus Kraft, hatte einen Auslandsjob, bin halt in die USA geflogen und so weiter. Ich habe alles für die Firma getan, habe mich komplett aufgegeben, ja. Habe Umzüge in Kauf genommen und. Und dann habe ich für mich selber halt irgendwann erkannt, nein, ich bin kein Weichei, auch wenn ich hochsensibel bin und so, ja, aber ich habe ziemlich viel geschafft, überstanden, und dann darf man sich mal eingestehen, dass jetzt halt eben Feierabend ist. Ja. Jetzt gibt es natürlich draußen noch ein paar Zuhörer, Zuschauer, Burnout-Patienten, die halt diese Erkenntnis noch nicht haben. Was würdest du sagen, wenn ein oder zu einem Patienten, der zu dir kommt, zu einem Klienten, was würdest du dem sagen, wenn er sagt, ich glaube, ich bin ein Weichei, weil ich hochsensibel bin? Das ist natürlich ganz schade, wenn jemand so etwas denkt, weil dahinter steckt ja oftmals auch so eine Bewertung und eine Abwertung. Ja? Zu denken, wir sind nur dann etwas wert,
wenn wir Leistung abliefern, ja, wenn wir produktiv sind, wenn wir Geld verdienen, wenn wir, was weiß ich, ein Haus bauen oder so. Und ich denke, das ist ein Stück weit auch vielleicht so ein, auch ein Mentalitätsthema, auch besonders hier in Deutschland, wo man ja sowieso sehr fleißig ist, das ist ja auch allgemein bekannt, das stimmt ja auch, dass die Menschen hier in Deutschland eben sehr, sehr viel Wert drauf legen, produktiv zu sein und auch ein Stück weit ihre Identität darauf aufbauen, wie fleißig sie sind, ja, oder wie viel Geld sie verdienen. Und ich glaube, für so einen Heilungsprozess im Burnout ist es ganz wichtig, sich selber eine Wertschätzung zu geben, egal ob du jetzt gerade, ne, gesund bist oder krank bist, ob du fit bist, ob du produktiv bist, denn wir sind ja so viel mehr. Also ich glaube, wir sind wirklich Seele, die im Körper inkarnieren. Wir wollen hier Erfahrungen machen. Wir wollen nicht nur arbeiten, sondern wir wollen uns auch, ja, seelisch weiterentwickeln. Und durch diese Wertschätzung, egal wie gesagt, ob du jetzt leistungsfähig bist oder nicht, kommst du auch ein Stück weit auch aus diesem inneren Hamsterrad dann wieder raus, um dich auch innerlich von diesem Druck zu befreien, der ja meistens auch zu diesem Burnout dann führt, weil man einfach viel zu viel ständig leistet. Ja. Schön, dankeschön. Dann würde ich sagen, wenn ihr Fragen an Silvia Hake habt oder an mich, schreibt sie gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns gerne einen Daumen nach oben. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Und dann würde ich sagen, tschüss, bis bald. Tschüss.